Dann kommen wir zu Punkt 2 unserer heutigen Tagesordnung. Das ist Halt 1, das ist die mündliche Fragestunde. Ich beginne mit der Frage 781. Das ist der Kollege Degen. Bitte schön, Herr Degen. Ich frage die Landesregierung, wie viele Unterrichtsstunden an Grund- und Förderschulen können im kommenden Schuljahr durch reaktivierte Pensionäre abgedeckt werden? Herr Kultusminister Prof. Dr. Lorz. Herr Abg. Degen, das Kultusministerium war sehr erfreut über die hohe Anzahl an positiven Rückmeldungen von über 300 Pensionären, die eine Weiterbeschäftigung anstreben. Die Schulen und die staatlichen Schulämter befinden sich allerdings derzeit noch in der Planungs- und Umsetzungsphase für die Unterrichtsversorgung des kommenden Schuljahres. Wie viele Unterrichtseinheiten im kommenden Schuljahr durch reaktivierte Pensionäre abgedeckt werden, kann erst nach dem Start des Schuljahres festgestellt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist daher eine Bezifferung im Sinne einer entsprechenden Auskunft nicht möglich. Die Gesamtzahl der von den Pensionären im kommenden Schuljahr zu haltenden Unterrichtsstunden hängt auch individuell davon ab, in welchem Umfang sie sich engagieren wollen. Dies wird derzeit mit den Betroffenen abgestimmt. Ich kann Ihnen aber versichern, dass das Kultusministerium gemeinsam mit den staatlichen Schulämtern alles Erforderliche in die Wege leiten wird, damit der Schulstart und die Lehrerversorgung so erfolgreich wie in den vergangenen 3 Jahren ablaufen werden. Zusatzfrage, Herr Abg. Degen. Steht es diesen Pensionären auch frei, sofern sie dies wünschen, auch Klassenleitungen zu übernehmen? Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter, das ist eine Frage, die sich uns ganz einfach noch nicht gestellt hat. Wir gehen zunächst einmal davon aus, wir versuchen ja alle Stellen, die frei sind, auch mit Lehrkräften im vollen Dienst- und Beamtenverhältnis zu übernehmen, damit natürlich auch die entsprechenden Klassenleitungen abzudecken. Und dann müssen wir einfach sehen, wo wir die Pensionäre noch zum Einsatz bringen können. Also auch das ist ein Punkt. Vielleicht stellt sich die Frage überhaupt nicht, aber ansonsten würden wir sie auch erst entscheiden, wenn sie sich stellt. Frage 782, Frau Abg. Ypsilanti. Herr Kollege Roth übernimmt. Ich frage die Landesregierung, welche Personengruppen unter den derzeit in Hessen lebenden vollziehbar ausreisepflichtigen afghanischen Staatsangehörigen kommen für Sammelabschiebungen nach Afghanistan bis auf Weiteres nicht in Frage. Herr Innenminister Beuth. Herr Abgeordneter, grundsätzlich sind die hessischen Ausländerbehörden gesetzlich verpflichtet, bestehende Ausreisepflichten zu vollstrecken. Ein genereller und pauschaler Verzicht auf die Vollstreckung der Ausreisepflicht bei bestimmten Personengruppen kommt aus rechtlichen Erwägungen daher nicht in Betracht. Die hessischen Ausländerbehörden prüfen jeweils im Rahmen einer sorgfältigen Einzelfallprüfung, ob und gegebenenfalls wann die bestehende Ausreisepflicht nach Recht und Gesetz zu vollstrecken ist. Ich verweise auf diverse Debatten auch hier im Landtag sowie auf meine Erläuterung im Innenausschuss, wo wir dargestellt haben, in welcher Form wir priorisieren. Zusatzfrage, Frau Kollegin Wissler. Herr Minister, werden im Rahmen der für morgen geplanten Sammelabschiebung nach Afghanistan auch in Hessen lebende afghanische Staatsbürger abgeschoben? Und wenn ja, wie viele? Herr Innenminister Beuth. Ja, es werden auch hessische, auch in Hessen wohnende Afghanen abgeschoben. Halt. Darf ich? Das kommt immer darauf an, sozusagen, wie viele dann eben auch entsprechend der Sammelabschiebung zugeführt werden. Geplant sind 4. Zusatzfrage, Abgeordneter Roth. Herr Minister, Sie haben auf die verschiedenen Debatten zu diesem Thema hingewiesen. Und in einer dieser Debatten wurde vom Kollegen Bocklet gesagt, dass für die Koalition, dass nach Afghanistan nur Straftäter abgeschoben werden. Das steht für meine Begriffe im Widerspruch zu dem, was Sie eben auf meine erste Frage geantwortet haben. Ist das so? Herr Innenminister. Herr Abgeordneter, wir haben hier im Plenum mehrfach die Frage, in welcher Priorisierung Abschiebungen vorgenommen werden, diskutiert. Deswegen will ich das noch einmal kurz erläutern,
um Ihnen sozusagen damit auch die Frage zu beantworten. Die Entscheidung, für die Abschiebung liegt eine sorgfältige und sensible Prüfung jedes Einzelfalls zugrunde, die insbesondere nachfolgende Punkte berücksichtigt. Erstens, strafrechtlich relevantes Verhalten. Der priorisierten Rückführung von Menschen, die sich nicht an unsere Rechtsordnung halten, kommt besondere Bedeutung zu, auch wenn das Aufenthaltsgesetz den Vollzug der Ausreisepflicht nicht an Straffälligkeit knüpft. Und dann wird nach familiären Bindungen, den Gründen für die Erteilung eines Aufenthaltstitels, vorliegende inlandsbezogene Vollzugshindernisse und nach bestehenden Duldungsgründen geschaut und dann eine entsprechende Abschiebung durchgeführt. Und insofern werden straffällige Afghanen vorrangig abgeschoben, also was die Priorisierung angeht. Zusatzfrage, Frau Abg. Öztürk. Herr Innenminister Beuth, um die vier Personen, die morgen der Abschiebung zugeführt werden sollen aus Hessen, handelt es sich dabei um straffällige Personen? Handelt es sich dabei um männlich, weiblich und Menschen mit Familienbindungen in Deutschland, in Hessen? Herr Innenminister. Ich kann hier im Rahmen der Fragestunde nicht sozusagen hier Einzelfälle entsprechend beleuchten, aber es ist so, dass es sich um Straftäter handelt. Frage 700 und Kollege Roth, Entschuldigung, wo ist er? Herr Minister, noch einmal zu meiner Eingangsfrage. Das heißt, es werden vorrangig und zuerst Straftäter abgeschoben, aber nicht nur. Habe ich das richtig verstanden? Herr Innenminister. Wie dieser Hessische Landtag nach meiner Erinnerung mehrfach beschlossen hat, werden vorrangig Straftäter abgeschoben. Jetzt kommen wir zur Frage 783. Herr Kollege Schaus. Ja, ich kenne sein Ding. Ich frage die Landesregierung, wie rechtfertigt sie vor dem Hintergrund des dringenden Mangels an bezahlbarem Wohnraum den langjährigen Leerstand und den geplanten Verkauf von Wohnungen der Nassauischen Heimstätte in der Siedlung Westhausen in Frankfurt? Frau Ministerin. Herr Abgeordneter Schaus, in Frankfurt-Westhausen verfolgt die Nassauische Heimstätte die Absicht, die dortigen Reihenhäuser, die jeweils mit zwei Wohnungen ausgestattet sind, an Eigennutzerinnen oder Eigennutzer zu verkaufen. Verkauft werden sollen nur solche Reihenhäuser, in denen dann nur eine Mietpartei wohnt. Also in jedem Reihenhaus sind zurzeit zwei Wohnungen. Wenn nur noch eine belegt ist, wird an die verbliebene Mietpartei ein entsprechendes Angebot der Nassauischen Heimstätte gemacht. Solange das Kaufangebot der jeweiligen Mieterin oder dem jeweiligen Mieter im Reihenhaus unterbreitet ist, muss daher die andere Wohnung leer stehen. Die Nassauische Heimstätte nimmt dies in Kauf, um keinerlei Druck auf die derzeitigen Mieter auszuüben, bei deren möglichen Entscheidung über einen Kauf. Über den Zeitraum der Nichtnutzung als Wohnraum so gering wie möglich zu halten, sollten die Kaufangebote an die bisherigen Mieterinnen oder Mieter befristet werden. Das ist eine Möglichkeit, die zurzeit erwogen wird von der Nassauischen Heimstätte. Eine andere Möglichkeit ist, dass es eine Zwischennutzung wie studentisches Wohnen gibt für die jeweils leerstehende Wohnung, weil das dann nur eine temporäre Nutzung ist. Aber bei einem Verzicht auf einen Kauf ändert sich für die Mieterin oder den Mieter nichts an dem Wohnungsverhältnis oder an dem Mietverhältnis. Die können weiterhin dort dauerhaft wohnen bleiben. Zusatzfrage erst einmal Kollege Schaus. Frau Ministerin, trifft es zu, dass erst ein Drittel der Wohnungen verkauft sind und derzeit rund 40 Wohnungen teilweise mehr als ein Jahr leer stehen? Und was hat das damit zu tun, dass diese Wohnungen verkauft werden und nicht renoviert und weiter vermietet werden? Frau Ministerin Hinz. Es handelt sich um 327 Reihenhäuser
Davon wurden 69 an Mieter verkauft, 30 an andere Nutzer. 174 wurden den aktuellen Mietern zum Kauf angeboten und 40 Wohnungen stehen derzeit leer, für die eben diese Zwischennutzung jetzt gerade diskutiert wird. Und wir sehen, also die Nassauische Heimstätte ist mit dem Aufsichtsratsbeschluss von 2009 in die Lage versetzt worden, den Mieterinnen und Mietern das jeweils anzubieten, weil die Wohnungen, die einzelnen Wohnungen sehr klein sind und es sinnvoll ist, die Reihenhausnutzung sozusagen wirklich auch als Reihenhaus vorzunehmen. Und wir als Aufsichtsrat haben im Dezember, meine ich, Dezember oder November letzten Jahres diesen Beschluss einstimmig noch einmal so bekräftigt nach Diskussion. Zusatzfrage, Herr Kollege Krumbach. Frau Ministerin, haben Sie eine Alternativplanung für den Fall, dass Sie feststellen, dass das Einkommen der vorhandenen Mieterinnen und Mieter für einen Kauf nicht ausreicht? Frau Ministerin Hinz. Also dieser Frage gehe ich gerne noch einmal nach, weil diese Frage bislang jedenfalls nicht als Problem geäußert wurde, auch nicht mir gegen. Also ich kriege ja manchmal Briefe von Mieterinnen und Mietern. Also dieses Problem ist noch nie geäußert worden. Falls es das gibt, gehe ich dem gerne nach. Zusatzfrage, Herr Kollege Schaus. Frau Ministerin, hat dieser Verkauf eventuell damit zu tun, dass es einen relativ hohen Renovierungsbedarf gibt bei diesen alten Wohnungen, der sich die Nassauische Heimstätte nicht unterziehen möchte? Frau Ministerin Hinz. Nein, damit hat es nichts zu tun. Wir haben ja generell im Bestand der Nassauischen Heimstätte einen hohen Renovierungs- und Sanierungsbedarf, vor allen Dingen in den Mietshäusern, die aus dem Bestand 50er, 60er Jahre sind. Es wird auch sehr viel investiert. Der Punkt ist eher der, dass es diese Reihenhaussiedlungen nicht in das Portfolio der Nassauischen Heimstätte passen, sondern wir legen großen Wert darauf, auch als Aufsichtsrat und damit auch im Einklang mit der Geschäftsführung, dass wir in Mietshäuser, also in mehrgeschossige Mietshäuser investieren, sowohl in den Bestand als auch in den Neubau von solchen Mietshäusern, weil das aus unserer Sicht klassische Aufgabe einer solchen Wohnungsbaugesellschaft ist. Frage 784, Herr Abgeordneter Schaus. Ich frage die Landesregierung, wie steht sie zu der gängigen Praxis der Nassauischen Heimstätte, die Miet- und Wartungskosten für Rauchwarnmelder in voller Höhe auf die Mieterinnen und Mieter umzulegen, obwohl diese Praxis mit Urteil des Landgerichts Hagen, Westfalen vom 4. März 2016, Aktenzeichen 1S198-15, als nicht zulässig eingestuft wurde? Frau Ministerin Hinz. Herr Abgeordneter Schaus, die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte Wohnstadt legt im Rahmen der Betriebskosten die Wartungskosten der Rauchwarnmelder um. Das zitierte Urteil des Landgerichts Hagen lässt das auch zu, wenn ich mal hier vorlesen darf. Die Miet- und Wartungskosten, die Parteien haben in § 3 Absatz 4 des Mietvertrags vereinbart, dass die Miet- und Wartungskosten für Rauchmelder auf den Mieter umgelegt werden. Diese Vereinbarung ist hinsichtlich der Wartungskosten wirksam. Also insofern die Wartungskosten sind beim Landgericht Hagen unumstritten. Die Kosten für die Anmietung von Rauchwarnmeldern werden bei der NH ebenfalls als Betriebskosten auf die Mieterinnen und Mieter umgelegt. Das ist in den neuen Mietverträgen auch ausdrücklich vereinbart. Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass die Frage, ob die Kosten für die Anmietung von Rauchwarnmeldern in Mietwohnungen bei entsprechender Vereinbarung im Mietvertrag
als Betriebskosten umgelegt werden können, von den Gerichten unterschiedlich beurteilt wird. Sie ist noch nicht höchstrichterlich entschieden. Das Landgericht Magdeburg hat nämlich ebenfalls entschieden, aber anders. Und eine höchstrichterliche Entscheidung liegt noch nicht vor. Zusatzfrage, Herr Kollege Caspar. Frau Ministerin, würden Sie vielleicht den Kollegen Schaus auch darüber informieren, dass die Anbringung von Rauchwarnmeldern Landesrecht ist und deswegen wir beachten müssen, dass wir in Hessen eine Regelung haben in der Hessischen Bauordnung im § 13, in dem es heißt, dass für die Wartung und die Instandhaltung der jeweilige Nutzer zuständig ist und insoweit eine Rechtsprechung aus anderen Bundesländern nicht einschlägig ist. Nein, nein, Sie irren alle. Wenn Sie den Gesetz komplett gehört hätten, dann hätten Sie festgestellt, dass er gefragt hat, können Sie bitte dem Herrn Kollegen Schaus mitteilen. Und, Entschuldigung, ich habe mein Deutschunterricht liegt ein paar Jahre zurück, aber dafür reicht es noch. Frau Ministerin Hinz, Sie haben das. Ich gehe davon aus, dass der Abgeordnete Schaus sehr gute Ohren hat und das alles mitgehört hat und ich deswegen nicht wörtlich wiederholen muss an dieser Stelle. So verkürzt manche Frage die Fragestunde. Okay. Weitere? Sie haben noch eine Zwischenfrage. Bitte schön. Frau Ministerin, könnte die von Ihnen beschriebene Anmietung von Rauchwarnmeldern, die ja eigentlich sozusagen in das Eigentum des Vermieters gehört, also zur Mietsache gehört und nicht angemietet werden muss, tatsächlich dazu führen oder geführt haben, dass die Mietnebenkosten für diese Rauchwarnmelder bei der Nassauischen Heimstätte sage und schreibe doppelt so hoch sind wie die bei der GWH oder bei der ABG. Ist Ihnen das bekannt? Frau Ministerin Hinz. Herr Abgeordneter Schaus, die Kosten je Rauchwarnmelder belaufen sich im Jahr zwischen 4 und 5 Euro pro RAN, fürs Jahr, pro Rauchwarnmeldeanlage. Es ist unerheblich, wie viel in einer Wohnung sein müssen, sondern das wird genau wie der Strom bei entsprechenden Nebenanlagen wird das umgelegt auf die Mieterinnen und Mieter, sodass auch nicht mehr als 4 bis 5 € inklusive Wartungskosten pro Rauchmeldeanlage auf die Mietparteien zukommen. Es ist aus meiner Sicht richtig, dass die Wartung auch nicht den Mietparteien selber überlassen wird, sondern hier auch zentral getätigt wird, damit man auf der sicheren Seite ist. Und ich glaube, dass man zur Sicherheit der Mieterinnen und Mieter auch erwarten kann, dass sie akzeptieren, dass diese Nebenkosten tatsächlich umgelegt werden. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Schaus, noch eine. Frau Ministerin, habe ich Sie richtig verstanden, dass die Nassauische Heimstätte durch diese Anmietung der Rauchwarnmelder, also ein anderes Verfahren als die anderen Wohnungsbaugesellschaften vornehmen, pro Jahr etwas mehr als 1 Million € spart? Frau Ministerin Hinz. Also diese Rechnung hat sich mir jetzt nicht erschlossen, aber vielleicht können Sie mir das nach der Fragestunde noch einmal bilateral erläutern. Meine Damen und Herren, die Frage ist zunächst erschöpfend beantwortet. Frage. Frau Kollegin. Frage 785, Herr Dr. Hahn. Ich frage die Landesregierung,
Wie vereinbart sie mit dem von ihr apostrophierten Schutz von Sonn- und Feiertagen und dem Schutz des Osterfestes zum Auftakt eines dreitägigen ersten Assessments für die nachwachsenden potenziellen Führungskräfte, die sich dem Qualifizierungsmodell für eventuelle künftige Schulleiterinnen und Schulleiter in Hessen, QSH, anvertraut haben, eine Gänsefüßchen-Freiwillige-Gänsefüßchen-Auftaktveranstaltung bereits am Ostermontag um 18 Uhr im Weilburger Institut anzusetzen, um die am Osterdienstag um 7.30 Uhr beginnende Veranstaltung abends vorzubereiten und konkret abzusprechen? Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter Hahn, die abendliche Vorbesprechung am 17. April 2017 in der Tagungsstätte Weilburg richtete sich an die 16 Beobachterinnen und Beobachter des dreitägigen Eignungsfeststellungsverfahrens im Rahmen der Pilotierung der neuen Qualifizierung für Schulleiterinnen und Schulleiter in Hessen im Kooperationsverbund Mitte. Das Hessische Kultusministerium kam damit einem Wunsch aus dem Kreise dieser Beobachterinnen und Beobachter nach, sich am Vorabend gemeinsam eventuellen offenen Fragen widmen zu können. Dieser interne Austausch war daher ein rein freiwilliges Angebot ohne dienstlich verpflichtende Anwesenheit, das 14 der 16 Beobachterinnen und Beobachter angenommen haben. Die Teilnahme an diesem freiwilligen Austausch am Vorabend war für eine ordnungsgemäße Wahrnehmung des Beobachtungsauftrags beim Eignungsfeststellungsverfahren nicht zwingend erforderlich. Zusatzfrage, Herr Kollege Greilich. Haben denn auch Teilnehmer des Assessment Centers selbst, also nicht nur Beobachter, sondern auch andere daran teilgenommen? Und wenn ja, wie viele? Herr Kultusminister. Nein, Herr Abgeordneter Greilich, bei dem Personenkreis, an die sich diese freiwillige Vorbesprechung richtete, handelt es sich nicht um die 32 QSH-Pilotteilnehmerinnen und Pilotteilnehmer, sondern um die 16 Beobachterinnen und Beobachter des Eignungsfeststellungsverfahrens. Diese wiederum sind allesamt Beamte des Landes Hessen und setzen sich aus Schulleiterinnen und Schulleitern, Aufsichtsbeamtinnen und Aufsichtsbeamten sowie Psychologinnen und Psychologen der staatlichen Schulämter und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kultusministeriums zusammen. Herr Kollege Hahn, Zusatzfrage. Herr Kollege Reinig, Sie können nicht mehr, weil Sie kein Fragesteller sind. Okay? Darf ich noch einmal die Frage? Ich darf doch noch, oder? Ja, ja. Ja, es geht nur gerade nicht. Jetzt geht's. Ja, eben ging es noch nicht. Darf ich die Frage noch einmal ein bisschen präziser wiederholen? Haben außer den von Ihnen bisher dargestellten auch andere noch an dieser Abendveranstaltung am Montagabend des Osternfeiertages teilgenommen? Herr Minister. Herr Abgeordneter Hahn, mir liegen dazu keine weitergehenden Informationen vor, außer denen, die ich Ihnen gerade eben vorgetragen habe. Ich rufe auf die Fragestellung 786, Herr Abgeordneter Franz. Ich frage die Landesregierung, wie viele kommunale Arbeitsgemeinschaften bzw. Zweckverbände haben weniger als 31 Vertreter und dürfen nach der Änderung des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit KGG, gilt ab 1. Januar 2016, innerhalb der Vertreterversammlung keine Fraktionen bilden? Herr Innenminister. Herr Abgeordneter, mit der Einfügung des Absatzes 2a des § 15 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit im Rahmen des Gesetzes zur Erleichterung der Bürgerbeteiligung auf Gemeindeebene und zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften ist die Möglichkeit der Fraktionsbildung für größere Verbandsversammlungen kommunaler Zweckverbände erstmals rechtlich begründet worden. Die Regelung gilt nicht für kommunale Arbeitsgemeinschaften. Es gibt in Hessen ca. 270 öffentlich-rechtliche Zweckverbände. Eine Aufstellung über die Größe der Verbandsversammlung aller Zweckverbände ist nicht vorhanden. Der Landesregierung liegen daher keine Erkenntnisse vor, wie viele Verbandsversammlungen die maßgebliche Anzahl von 30 Vertretern überschreiten. Es ist davon auszugehen, dass nur wenige Zweckverbände in Hessen die Zahl von 30 Vertretern übersteigen. Zweckverbände mit über 30 Vertretern sind beispielsweise der Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe, ZOV in Friedberg, und der Zweckverband Abfallwirtschaft des Vogelsbergkreises, ZAV in Lauterbach. Zusatzfrage, Herr Kollege Franz.
wurde bei der Gesetzgebung im Rahmen der Anhörung eine Fragestellung an die kommunalen Gebietskörperschaften gerichtet, die ja dann letztendlich davon betroffen sind. Ich weiß zum Beispiel auch, da bin ich ja selbst mit zuständig für den Abfallzweckverband Werra-Meißner-Kreis, trifft dies ebenfalls zu. Ich bitte um Verständnis, Herr Abgeordneter. Ich habe die einzelnen Stellungnahmen und Fragestellungen aus der Anhörung jetzt nicht mehr im Kopf. Ich habe Ihnen gerade vorgetragen, wie wir das damals im Rahmen des Gesetzes verankert haben und was die Grundlage ist für die erstmalige Begründung der Möglichkeit der Fraktionsbildung. Zusatzfrage, Herr Kollege Warnecke. Sehr geehrter Herr Staatsminister Beuth, gibt es denn seitens der Landesregierung die Idee, dieses Gesetz insofern zu evaluieren, dass dann die Frage von Herrn Franz, von Herrn Kollegen Franz beantwortet werden kann? Herr Innenminister. Herr Abgeordneter, selbstverständlich werden Gesetze evaluiert, insbesondere wenn entsprechender Novellierungsbedarf oder Ähnliches gesehen wird oder die Gesetze ausläufen. Das ist aber hier nach meiner Erinnerung, nach meiner Kenntnis unmittelbar nicht bevorstehend. Frage 787, Herr Abgeordneter Merz. Rot. Ich frage die Landesregierung, ist es zutreffend, dass in Hessen Jugendliche bzw. junge volljährige Flüchtlinge, die an Maßnahmen des INTEA-Programms teilnehmen, abgeschoben wurden? Herr Kultusminister, Sie sind dafür zuständig. Bitte schön. Abgeordneten Merz, das ist in einzelnen Fällen zutreffend. Nach Rückfrage aufgrund der mündlichen Frage des Abgeordneten Merz wurden uns von den staatlichen Schulämtern 17 bekannte Fälle beziffert. Zwei weitere wurden durch den Hessischen Landkreistag übermittelt. Letzterer berichtete auch von bislang einer freiwilligen Ausreise. Darüber hinaus wurde von weiteren Fällen mit abgelehnten Asylanträgen, aber noch nicht vollzogenen Abschiebungen berichtet. Das betrifft vor allem INTEA-Schüler afghanischer Herkunft. Herr Roth, Zusatzfrage. Vielen Dank, Herr Minister. Können Sie etwas sagen? Wir reden nicht über freiwillige Ausreise. Die Frage geht um Abgeschobene. Aufgrund welcher Rechtsgrundlage dies in den vorliegenden Fällen geschehen ist? Herr Minister. Herr Abgeordneter Roth, das ist nicht die Aufgabe der Schulbehörden, das zu beurteilen. Aber die Rechtsgrundlage sind natürlich die einschlägigen ausländer- und aufenthaltsrechtlichen Vorschriften bzw. asylverfahrensrechtlichen Vorschriften. Ich rufe auf die Frage 789, Frau Abgeordnete Geis. Ich frage die Landesregierung, in welchem Planungs- und Umsetzungsstadium der Sanierungsmaßnahmen des Brückenabschnitts und damit der defekten Übergangskonstruktion auf der A671 bei Hochheim in Richtung Wiesbaden befindet sich Hessen Mobil zurzeit? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Geis, Mitte April fand die Notinstandsetzung der defekten Übergangskonstruktion statt. Seitdem stehen je Fahrtrichtung wieder zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Aus Gründen der Sicherheit müssen allerdings die Geschwindigkeitsbeschränkungen in beiden Richtungen beibehalten werden. Außerdem können Schwertransporte über 44 Tonnen zunächst nicht mehr zugelassen werden. Aufgrund der Lieferzeiten für die neu einzubauende Konstruktion kann der Austausch der Übergangskonstruktion erst Ende Juni 2017 beginnen. Die Arbeiten sollen im November 2017 abgeschlossen sein. Vorbereitende Arbeiten für die Verkehrsführung während der Bauzeit wurden an zwei Wochenenden im Mai 2017 durchgeführt. In dieser Woche wird bei Hochheim eine Brückenprüfung unter Einsatz eines sogenannten Unterflurgerätes durchgeführt, die aufgrund der Dimension des Gerätes für den Zeitraum der Prüfung eine Reduzierung der vorhandenen zwei Fahrstreifen auf einen Fahrstreifen bedingt. Die Prüfung erfolgt jedoch ausschließlich in verkehrsschwachen Zeiten und wird bis Ende der Woche abgeschlossen sein. Bis auf diese beiden Wochenenden
sowie die Prüfzeiten in dieser Woche stehen bzw. standen den Verkehrsteilnehmern je Fahrtrichtung zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Auch während des Hessentages in Rüsselsheim vom 9. bis zum 18.06. ist die A671 mit je zwei Fahrspuren nutzbar. Zusatzfrage, Frau Abg. Geis. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Die Frage ist, nachdem das ja quasi über Nacht dort zu einer Brückensanierung kam, ist die Frage, weshalb die Sanierungsmaßnahmen an der Stelle nicht früher eingeleitet wurden. Herr Minister Al-Wazir. Es ist keine geplante Sanierungsmaßnahme, die dort passiert ist, sondern es gab einen unerwarteten, gravierenden Schaden an der Übergangskonstruktion. Sie wissen, dass langfristig ein Neubau dort geplant ist, aber bis der fertig ist, dachte man, dass die Übergangskonstruktion hält. Die ist kaputt gegangen. Sie wird nicht mehr hergestellt. Deswegen muss sie sozusagen aufwendig besorgt werden. Und das sind die Probleme, die man hat. Wenn Sie mich fragen, warum das an dieser Stelle nicht früher passiert ist, will ich sagen, dass es ja einen guten Grund gibt, warum wir auch im Bundesstraßen- und im Bundesautobahnenbau seit Beginn dieser Legislaturperiode ein besonderes Augenmerk auch auf die Sanierungsmaßnahmen der bestehenden Infrastruktur legen. Und an dieser Stelle kann man wieder sehen, warum. Weitere Zusatzfrage, Frau Abg. Geis. Bei wie vielen anderen Brücken in Hessen ist denn die Situation ähnlich? Ich lasse noch ein bisschen Zeit zu überlegen. Deswegen. Herr Minister Al-Wazir. Frau Geis, ich glaube, es gibt in Hessen insgesamt so um die 6.000 Brücken. Und die sind nicht alle in einem guten Zustand, um es mal vorsichtig auszudrücken. Deswegen hoffe ich, dass wir nicht auch ähnliche Situationen an anderen Brücken erleben. Sie kennen das Beispiel der Bergshäuserbrücke vielleicht. Das ist A44 Kassel-Dortmund. Auch dort haben wir die Situation, dass der Bauwerkszustand sich so verschlechtert hat, dass man eine Spur dauerhaft quasi nicht mehr benutzen kann. Und ich hoffe, dass uns das an anderen Stellen sozusagen erspart bleibt. Man ist allerdings angesichts der Tatsache, dass ein großer Teil gerade der Autobahnbrücken aus den 60er und 70er Jahren stammt, damals den Beginn des Baus mit Spannbeton. Damals war übrigens das Höchstgewicht eines LKWs 24 Tonnen, heute ist es 44. Sagen mit einer ganz anderen Belastung müssen wir einfach feststellen, dass wir aus guten Gründen auf den Erhalt der bestehenden Infrastruktur ein besonderes Augenmerk legen müssen und versuchen das an dieser Stelle. Und ich hoffe, dass ich dann auch Ihre Unterstützung habe, wenn die entsprechenden Priorisierungen anstehen. Frage. Herr Kollege Warnecke, Entschuldigung, Sie haben das Wort zu einer Zwischenfrage. Lieber Herr Staatsminister Al-Wazir, könnte zur Beschleunigung der Angelegenheit auch die Einrichtung eines zusätzlichen Brückenreferates beitragen, in Analogie des Riederwaldtunnels? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Warnecke, im Jahre 2015 wurde bei Hessen Mobil ein extra Dezernat Brückenertüchtigung und Neubau eingerichtet. Okay. Ist klare Antwort. Damit können wir die Frage jetzt abschließen. Ich rufe auf die Frage 790, Herr Abg. Tibi. Wo ist er? Drück mal drauf. So, danke. Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, welche Maßnahmen werden von ihr ergriffen, um auf eine noch schwerere Influenza-Welle wie die aktuelle zu reagieren? Herr Staatsminister Grüttner. Herr Abgeordneter, die Frage muss man etwas differenzierter beantworten und ein paar Grundlagen dazu kennen, was bedeutet Influenza an dieser Stelle, weil in jedem Wintermonaten gibt es eine Grippewelle, die sehr unterschiedliche Stämme hat, durch die das Influenza-Virus ausgelöst wird. Und dieses Influenza-Virus wird in Stämme eingeteilt, die wiederum sich, oder in Familien eingeteilt, die sich wiederum in unterschiedlichen Stämmen
ausbilden und sich damit laufend verändern. Und auf dieser Grundlage kommt es dann darauf an, ob die Bevölkerung schon eine gewisse Immunität, also Abwehrkraft besitzt, weil das Virus früher schon einmal in einer ähnlichen Ausprägung aufgetreten ist, oder ob es sich um ein gänzlich neues Virus handelt. Und wenn es sich um ein gänzlich neues Virus handelt, dann bildet sich eine saisonale Grippe oder eine Pandemie aus, die zu schwerwiegendsten Erkrankungen führen kann. Wenn man Glück hat, wie bei der Schweinegrippe 2009, ist es auch nicht so ernsthaft verlaufen. Aber wenn es zu schwerwiegenden Ausprägungen kommt, kann das also zu sehr schweren Erkrankungen bis hin zum Versterben führen. Der Verlauf einer Grippe wird und ihre Ausbreitung wird seit Jahren weltweit überwacht. Und es hat sich gezeigt, dass die Regionen sehr unterschiedlich von der Ausprägung einer Grippewelle betroffen sein können, sodass die Belastung auch von Ärzten und Krankenhäusern in einer Region kurzfristig sehr hoch sein kann. Und kommt es zu einer Pandemie durch ein für die Menschheit ganz neues Virus, ist wegen der gänzlich fehlenden Grundimmunität in der Bevölkerung anzunehmen, dass ein überproportional großer Anteil der Bevölkerung mit einer geringen Zeitspanne ziemlich schwer erkrankt. Hochrechnungen gehen von einem Drittel der Bevölkerung aus. Käme es dazu, wäre natürlich die gesundheitliche Versorgung in einem besonderen Maße gefordert. Insofern gibt es in Hessen gemeinsam mit etlichen anderen Institutionen aus dem Gesundheits- und Sicherheitsbereich einen Pandemieplan, schon seit 2007, der auf eine solche schwierige Situation vorbereitet. Der hessische Pandemieplan ebenso wie der nationale Pandemieplan sind auf den Internetseiten des Robert-Koch-Institutes veröffentlicht. Neben Vorgaben für Krankenhäuser und Arztpraxen, Informationen für die Bevölkerung, Hygieneempfehlungen und Empfehlungen für Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung, das kann von Schulschließungen bis zum Versammlungsverbot führen, erhält der Plan auch Empfehlungen für Medikamente, die bei einer Erkrankung eingesetzt werden können, und für potenziell schützende Impfstoffe bzw. für deren gerechte und schnelle Verteilung und Verimpfung im Ernstfall. Das effektivste Mittel, um die Bevölkerung zu schützen, ist eine Impfung. Im Falle einer schweren Influenza-Welle, wie bei dem Auftreten eines neuen Influenza-Stammes, gegen den die Bevölkerung keine Grundimmunität entwickeln konnte, also der sogenannten Pandemie, ist nach dem Pandemieplan des Landes Hessen und dem nationalen Pandemieplan die Beschaffung eines Impfstoffes im Ernstfall vorzubereiten. Für den Fall des Ausbruchs, ohne dass bereits Impfstoff zur Verfügung steht, wurde schon 2007 bis 2009 ein Neuraminidase-Grundstoff, nämlich Tamiflu, für ca. 20% der hessischen Bevölkerung eingelagert, der noch mehrere Jahre verwendbar ist. Und um im Falle eines Auftretens einer schweren Pandemie Impfstoff zu bekommen, sind die deutschen Bundesländer, auch Hessen, dem sogenannten Joint Procurement Agreement in Europa beigetreten. Und seit mehreren Monaten wird unter Leitung der Kommission von Vertretern der deutschen Bundesländer gemeinsam mit vielen anderen europäischen Staaten die Ausschreibung für den Kauf eines Pandemieimpfstoffes im Ernstfall vorbereitet. Es ist damit zu rechnen, dass die Ausschreibung in nächster Zeit erfolgt. Hessen ist für eine Erkrankungswelle, die schwereren Verlauf hat, gut gerüstet. Und alle Bürger können voraussichtlich versorgt werden. Ich sehe nichts. Dann können wir die Frage 791 aufrufen. Herr Tippi. Herr Präsident, ich frage die Landesregierung, wie wird das Landesprogramm der Rechtsstaatsklassen von den Flüchtlingen angenommen? Frau Justizministerin Kühne-Hörmann. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Tippi, wie Sie wissen, ist das Programm Fit für den Rechtsstaat, Fit für Hessen, ein Programm der hessischen Justiz, um Flüchtlingen den Rechtsstaat näher zu bringen. Das Programm wird sehr gut angenommen. Das sieht man schon an der Zahl der Kursteilnehmer. In 10 Monaten haben über 10.000 Flüchtlinge an diesem Programm teilgenommen. Die Teilnahme ist selbstverständlich freiwillig, und der Erfolg des Programms beruht wesentlich darauf, dass das Programm als Dialogveranstaltung konzipiert ist. Die Kursteilnehmer und ihre Bedürfnisse werden in das Programm eingebaut. Die Rückmeldungen aus unseren Rechtsstaatsklassen sind vielversprechend. Die Kursteilnehmer stellen viele Fragen und zeigen, dass sie die Themen reflektieren. Die beteiligten Einrichtungen berichten, dass auch lange nach den Kursen über die behandelten Themen gesprochen wird. Die Inhalte helfen den Flüchtlingen ganz konkret in ihrem Alltag.
Das Programm lebt vom freiwilligen Engagement der über 300 Dozenten aus der Justiz, dem Einsatz der Projektkoordinatoren und Ehrenamtlichen, die die Durchführung der Rechtsstaatsklassen vor Ort unterstützen, und vom Engagement der vielen Projektpartner in den Einrichtungen, in den Kommunen und bei den freien Trägern. Deshalb möchte ich die Gelegenheit nutzen, um mich bei allen, die sich dem Projekt engagieren, ganz herzlich zu danken. Keine weiteren Fragen. Dann kommen wir zur Frage 792, Herr Abgeordneter Honka. Ich frage die Landesregierung, wie bewertet sie die Tatsache, dass Hessen im ersten Quartal 2017 größter Pro-Kopf-Zahler im Länderfinanzausgleich war? Herr Finanzminister Dr. Schäfer. Abgeordneter Honka, natürlich sieht die Landesregierung diese Entwicklung einerseits mit einem lachenden, auf der anderen Seite aber auch mit einem weinenden Auge. Einerseits dokumentiert die gestiegene Zahllast natürlich die enorme Steuerkraft des Landes und die prosperierende wirtschaftliche Entwicklung auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite zeigt die um über 1 Milliarde gestiegene Zahllast in absoluten Beträgen, dass die Reformbedürftigkeit des Systems unverändert vorhanden ist. Wir sind allerdings auch nicht ohne Hoffnung, dass es im Laufe dieser Woche zu einem Abschluss des ja langwierigen Prozesses zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen kommt, infolgedessen eine Entlastung auch des hessischen Landeshaushaltes für die Zeit ab dem Jahr 2020 angenommen werden kann. Keine weiteren Zusatzfragen. Dann Frage 793, Abgeordneter Müller-Kassel. Da ist sie. Ich frage die Landesregierung, wie wird die Einschaffung von Elektrobussen von Seiten des Wirtschaftsministeriums gefördert? Augenblick, auch hier. Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Müller, das Ziel der Landesregierung ist es, Mobilität nachhaltig, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, und zukunftsfähig zu gestalten. Alle größeren Kommunen in Hessen haben damit zu kämpfen, die Grenzwerte für Luftschadstoffe einzuhalten. Und für bessere Luft in den Städten hilft es, den Verkehr sauberer zu machen. Und das geht am besten mit Elektromobilität. Straßenbahnen sind schon seit über 100 Jahren elektromobil. Bei Bussen gilt das nicht mehr. Und dementsprechend haben wir ein spezielles Programm für E-Busse aufgelegt. Seit Ende 2016 gibt es für Busbetreiber in Hessen die Elektrobusförderung. Bei dieser Förderung handelt es sich um eine Investivförderung mit einem jährlichen Gesamtvolumen von bis zu 5 Millionen Euro. Wir sind damit das erste Bundesland mit einer speziellen E-Busförderung. Gefördert wird die Beschaffung von 9 Omnibussen von mindestens 8 Metern Länge mit elektrischem Antrieb sowie der Aufbau der für den Betrieb erforderlichen Infrastruktur. Antragsberechtigt sind die hessischen Landkreise, kreisfreie Städte, Gemeinden oder kommunale Zusammenschlüsse sowie öffentliche und private Verkehrsunternehmen und deren Zusammenschlüsse mit Sitz in Hessen, soweit sie Aufgaben des öffentlichen Personennahverkehrs erfüllen. Wir übernehmen 40% der Investitionsmehrausgaben gegenüber einem vergleichbaren Bus mit Verbrennungsmotor und 40% der Investitionsausgaben für die Ladeinfrastruktur. Das sind die Grundzüge des Programms. Zusatzfrage, Frau Kollegin Müller. Wie wurde das Programm bisher nachgefragt? Herr Minister, also Sie. Es gibt einen ersten Antrag auf Förderung, der positiv beschieden wurde. Und wir wissen aber aufgrund der vielfältigen Nachfragen, dass sich insbesondere die Verkehrsbetriebe der hessischen Großstädte sehr ausführlich mit der Frage beschäftigen, ob das auch für sie in Frage kommt. Deswegen gehe ich davon aus, dass in naher Zukunft weitere Anträge bei uns eingehen werden, die wir dann natürlich bescheiden werden. Frage 794, Frau Abgeordnete Schott. Ich frage die Landesregierung, wie werden in Hessen Empfängerinnen und Empfänger von Analogleistungen nach § 2 Absatz 1 Asylbewerberleistungsgesetz informiert, dass ihnen nach § 264 Absatz 2 bis 7 SGB V eine Gesundheitskarte einer Krankenkasse zusteht?
Herr Staatsminister Grüttner. Frau Abgeordnete, der örtlich zuständige Leistungsträger erklärt im Rahmen seiner Beratungspflicht nach § 14 SGB I die Analogleistungsempfänger darüber auf, dass sie unter den verschiedenen gesetzlichen Krankenkassen eine auswählen dürfen, die dann nach der Auswahl die Auftragsverwaltung durchführt. Die Analogleistungsempfänger erhalten im Anschluss eine elektronische Gesundheitskarte und unterscheiden sich nach außen nicht von originären GKV-Mitgliedern. Zusatzfrage, Frau Abgeordnete Schott. In welchen Fällen wurden die 2-Wochen-Frist, die unverzüglich genannt wird, bei der Anmeldung der Person bei der Krankenkasse nicht eingehalten? Herr Sozialminister Grüttner. Frau Abgeordnete, darüber liegen mir keine Informationen vor. Weitere Zusatzfrage, Frau Kollegin Schott. Vorzunehmen. Herr Minister Grüttner. Auch darüber liegen keinerlei Informationen vor. Sollte eine Kommune allerdings einer Beratungspflicht nach § 14 SGB I nicht Folge leisten bzw. der zuständige Leistungsträger, wäre das sicherlich ein Fall für die Kommunalaufsicht. Keine weiteren Fragen? Ja, rufe ich auf die Frage 795. Herr Abgeordneter Degen. Ich frage die Landesregierung, wie bewertet sie den Sachverhalt, dass nur 90% aller Menschen, die derzeit in hessischen Schulen als Lehrkräfte unterrichten, über das entsprechende Lehramt oder die entsprechende Lehrbefähigung verfügen? Herr Kultusminister Prof. Dr. Lorz. Herr Abgeordneter Degen, bei der Besetzung der Planstellen wie auch der befristeten Vertretungsverträge berücksichtigen wir selbstverständlich neben dem entsprechenden Lehramt auch die Lehrbefähigung für die in der jeweiligen Schule benötigte Fächerkombination oder zumindest für ein bestimmtes Fach mit Priorität. Um eine hundertprozentige Abdeckung durch Lehrkräfte mit entsprechendem Lehramt zu gewährleisten, wäre es jedoch zwingend erforderlich, deutlich mehr Personen auszubilden, als letztendlich eingestellt werden können, sodass einige Lehrkräfte nach ihrer Ausbildung aufgrund der Überversorgung nicht oder allenfalls befristet eingestellt werden könnten. Die Landesregierung hält diese Vorgehensweise, Personen ohne eine unbefristete Einstellungsperspektive auszubilden, grundsätzlich im Rahmen ihrer Fürsorgepflicht als Arbeitgeber für die beim Land Hessen beschäftigten Personen nicht für zumutbar. Des Weiteren ist dies auch nicht mit dem Grundsatz der sparsamen Haushaltsführung vereinbar. Zudem ist es gerade an beruflichen Schulen durchaus sinnvoll, erfahrene Personen aus der Praxis, zum Beispiel Metzgermeister, Bäckermeister, Ärzte oder Rechtsanwälte, für die Abdeckung des Unterrichts mit einzusetzen. Diese Personen sind in den 10% ohne Lehramt enthalten und relativieren somit den Anteil der Personen, die ohne Lehramt zur Abdeckung des Unterrichts beitragen. Dennoch wird durch die Kommunikation mit den 15 staatlichen Schulämtern, das Ländertauschverfahren und andere Steuerungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel auch über Elternzeitlehrstellen, die weitere Erhöhung der Unterrichtsabdeckung durch ausgebildete Lehrkräfte mit entsprechendem Lehramt kontinuierlich forciert. Frage 796, Frau Abgeordnete Waschke. Ich frage die Landesregierung, wie ist der derzeitige Sachstand zur Sanierung des Grünhofareals auf der Wasserkuppe? Herr Finanzminister Dr. Schäfer. Frau Abgeordnete Waschke, Sie wissen vermutlich, dass seit Übernahme der Gebäudeanlage von der Bundeswehr und anschließender Nutzung durch die Verwaltungsstelle des Biosphärenreservats Rhön und der Jugendbildungsstätte Wasserkuppe die ehemalige Kasernenanlage zu einem Bildungs- und Beherbergungsbetrieb umgebaut bzw. für Bürozwecke hergerichtet wurde. Dazu wurde ein Erbbaurecht eingeräumt. Erbbaurechtsnehmer ist der Träger der Jugendbildungsstätte. Die in dem Rahmen des Erbbaurechtsvertrages ist geregelt, dass das Land als Eigentümer kostenfrei das Erbbaurecht einräumt und der Erbbaurechtsnehmer die entsprechenden Sanierungs- und Unterhaltungspflichten trifft. Die Investitionen in den vergangenen Jahren erfolgten überwiegend für Maßnahmen im Inneren der Gebäude. Sanierungsmaßnahmen im Außenbereich wurden in den letzten Jahren nicht durchgeführt. Dies ist in der mangelnden finanziellen Leistungsfähigkeit der Jugendbildungsstätte, der umfangreichen Auflagen des Denkmalschutzes und insbesondere durch die ab 2013 beginnenden Planungen für die Aufstellung einer Machbarkeitsstudie durch, ich glaube, der Landkreis hat diese Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, begründet. Zusatzfrage, Frau Kollegin Waschke.
Herr Minister Schäfer, ich will meine Frage ein bisschen konkretisieren. Wird sich das Land Hessen, und wenn ja, in welcher Höhe, an den Kosten für die Sanierung des Grünhof-Areals beteiligen? Herr Minister Dr. Schäfer. Da mir bisher keine Kostenaufstellungen für Sanierungsmaßnahmen bekannt geworden sind, vermag ich Ihnen auch diese Frage mit konkreten Finanzierungsanteilen nicht zu beantworten. Wir sind im Gespräch mit dem Landkreis Fulda, der ein Interesse signalisiert hat, sich federführend um eine Sanierung und Folgenutzung des Grünhof-Areals zu kümmern. Dafür ist es aber notwendig, Gespräche zu führen mit dem bisherigen Erbbaurechtsnehmer und den entsprechenden Trägerinstitutionen. Wenn das zum Abschluss gekommen ist und eine entsprechende Sanierungskonzeption und Weiterentwicklungskonzeption konkret auf dem Tisch liegt, wird sicherlich auch über eine mögliche finanzielle Beteiligung des Landes zu reden sein. Zusatzfrage, Frau Kollegin Waschke. Das ist eine Antwort erledigt. Danke. Ich bedanke mich auch. Ich rufe auf die Frage 797, Frau Kollegin Schott. Ich frage die Landesregierung, wie hoch ist die Standgebühr der Bundeswehr beim Hessentag 2017 in Rüsselsheim? Herr Staatsminister Windermeyer. Vielen Dank, Herr Präsident. Frau Kollegin Schott, wie bereits bei der Beantwortung der mündlichen Frage Nummer 703 zum Hessentag im Januar 2017 von Frau Kollegin Wissle ausgeführt, haben die Kommunen das Recht, alle örtlichen Angelegenheiten eigenverantwortlich zu regeln. Hierzu gehört auch die Ausgestaltung der Vereinbarung mit sogenannten integrierten Veranstaltern bei Hessentagen. Daher hat die Hessische Landesregierung die Stadt Rüsselsheim um eine entsprechende Information zu ihrer Frage gebeten, deren Inhalt ich Ihnen hiermit zur Kenntnis gebe. Zitat: Die Bundeswehr entrichtet keine Standgebühr für ihre beiden Flächen. Generell werden bei sämtlichen sogenannten integrierten Veranstaltern, hierzu zählen Ministerien, Behörden, Institutionen, Kirchen und Verbände, Natur auf der Spur, Bundespolizei, Polizeibistro, Platz der Hilfskräfte, Hessen schafft Wissen, Arbeitswelt Hessen, EKHN Zeitkirche und so weiter, wie in den vergangenen Jahren keine Standgebühren erhoben. Die Stadt Rüsselsheim am Main ist von dieser geübten Praxis nicht abgewichen. Gleichfalls wird betont, dass die Bundeswehr ihrerseits mit Aufgaben, zum Beispiel Fahrdienste für Mobilitätseingeschränkte, Helferverpflegung, Sicherheitskonzeption etc. zum Gelingen des Hessentages beiträgt. Zitat Ende. Nach Ansicht der Hessischen Landesregierung sind es gerade auch diese integrierten Veranstalter, einige wurden ja beispielhaft durch die Stadt eben benannt, die den Hessentag so abwechslungsreich machen. Die Bundeswehr ist dabei ausdrücklich einer der bewährten Partner, deren Präsentation sich in jedem Jahr auf einer besonderen Beliebtheitsskala erfreut. Zudem darf ich ergänzend zu der Antwort der Stadt Rüsselsheim darauf hinweisen, dass die Zahlen des Hohl- und Bringdienstes in Herborn 2016 besonders beeindruckend waren. Die Bundeswehr hat mit 956 Einsätzen mobilitätseingeschränkten Personen die Teilnahme am Hessentag ermöglicht. Meine Damen und Herren, die Hessische Landesregierung freut sich, dass das Landeskommando Hessen der Bundeswehr auch in diesem Jahr Partner der Hessentagsstadt ist und das Landesfest unterstützt. Zusatzfrage, Frau Abgeordnete Schott. Ja, Herr Minister, mich beeindruckt das auch immer sehr, wenn spielende Kinder auf Kampfgeräten, die schon im Einsatz waren, rumturnen. Die Nachfrage ist, wie hoch war die Gebühr für Vereine und Bürgerinitiativen, um ihre Stände aufzustellen? Herr Staatsminister Windermeyer. Diese Frage wird Ihnen denn nur die jeweilige ausrichtende Kommune beantworten können. Sie haben wohl den ersten Teil meiner Vorbemerkung, bevor ich das Schreiben der Stadt Rüsselsheim entsprechend verlesen habe, nicht ganz vielleicht mithören können. Es war zwar leise, aber ich weise noch mal darauf hin, dass die Kommunen das Recht haben, alle örtlichen Angelegenheiten eigenverantwortlich zu regeln. Und insofern müssen Sie die Anfrage bitte an die ausführenden Städte und Gemeinden des Hessentages und nicht an die Hessische Landesregierung richten. Okay. Ich rufe auf die Frage 798, Frau Abgeordnete Ravensburg. Ich frage die Landesregierung,
Was verspricht sie sich vom Lohnatlas? Herr Sozialminister Grüttner. Frau Abgeordnete, der Hessische Lohnatlas ist eine Initiative der Hessischen Landesregierung zur Umsetzung des Regierungsprogramms der 19. Legislaturperiode mit der Maßgabe, Initiativen zu ergreifen, damit gleicher Lohn für gleiche Arbeit Realität wird. Inhalt des Lohnatlas ist die Zusammenführung von verschiedenen frei zugänglichen und öffentlichen Datenbeständen zur Beschreibung der Entgeltsituation, ergänzt durch Daten nach Regionen, getrennt zur Beschäftigungssituation von Frauen und Männern, zur Wirtschafts- und Unternehmensstruktur sowie zur Relevanz demografischer Entwicklungen, um Erklärungen für die fehlende Lohngleichheit in jedem einzelnen Kreis und jeder kreisfreien Stadt zu finden. Der Lohnatlas berücksichtigt dabei Daten von vollzeitbeschäftigten Frauen und Männern. Er bezweckt die Transparenz über die Lohnsituation in Hessen und unterteilt nach Regionen und ist damit Voraussetzung für die Entwicklung untergesetzlicher Maßnahmen, die genau auf die verschiedenen Verhältnisse in Hessen ausgerichtet werden sollen bzw. dann auch können. Zu beachtende Aspekte wären dabei die Infrastruktur in Bezug auch auf die Betreuung von Kindern sowie zu pflegende Angehörige. Auch die Berufsorientierung von Mädchen und jungen Frauen soll berücksichtigt werden. Auf der Grundlage der mit dem Lohnatlas geschaffenen Transparenz soll ab Mitte diesen Jahres im Anschluss ein Dialog mit den Sozialpartnern verschiedener Branchen in Hessen aufgebaut und durchgeführt werden. Die Einbindung der Tarifvertrags- und Sozialpartner ist ein wesentlicher Bestandteil für die Herstellung von Lohngleichheit. Denn aufgrund der bestehenden Tarifautonomie sind sie eigenständig und primär für die Gestaltung der Löhne zuständig. Diese Tarifautonomie wird von der Landesregierung hochgeachtet. Der Dialog soll die Sozialpartner zu einem konstruktiven und innovativen Mitgestalten von Ansätzen zur Lösung der gesellschaftlichen Probleme einladen. Er ist insoweit bundesweit ein einmaliges Projekt, da er die in Hessen bestehenden unterschiedlichen Regionen berücksichtigt und der Datenbestand damit kleinteiliger die unterschiedliche Situation in Hessen abbildet. Und so können wir je nach Region versuchen, passgenaue Maßnahmen zu initiieren. Zusatzfrage, Frau Kollegin Ravensburg. Herr Minister, gibt es bereits erste Erkenntnisse aus der Arbeit zum Lohnatlas? Herr Staatsminister Grüttner. Es sind bereits erste Erkenntnisse bei dem Institut, das mit der Erstellung dieses Lohnatlases beauftragt worden ist, vorhanden, die allerdings noch so aufbereitet werden müssen, dass sie auch tatsächlich präsentierbar sind. Wie gesagt, wir gehen davon aus, dass wir Ende August, Mitte, Ende August entsprechend aufbereitete Daten haben, die dann auch zu einer auf der Sache orientierten Diskussion die Grundlage bilden können. Dann komme ich jetzt zur Frage 799, Herr Abgeordneter Gremmels. Ich frage die Landesregierung, wann ist mit der Vorlage der von ihr beauftragten Netzverteilstudie zu rechnen? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Gremmels, der zwischen dem Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung und dem Auftragnehmer Bearing Point GmbH am 25.11.2015 geschlossene Vertrag zur Erstellung einer Verteilnetzstudie für Hessen sah zunächst eine Fertigstellung bis zum 31.05.2017 vor. Zwischenzeitlich hat sich aber Bedarf für ergänzende Untersuchungen ergeben, sodass von der im Vertrag vorgesehenen Verlängerungsoption Gebrauch gemacht wird. Der neue Vorlagetermin ist der 30.11.2017. Zusatzfrage, Herr Kollege Gremmels. Also Sie sehen, Herr Minister, meine Wiedervorlage funktioniert. Ich hatte vor einem Jahr schon einmal gefragt, und da sagten Sie, wir hoffen aber, dass es auch Zwischenergebnisse vorgelegt werden, die den Verteilnetzbetreibern Hinweise geben können, wo ein Verstärkungsbedarf besteht. Sind denn diese Zwischenergebnisse mittlerweile dort und an die Netzbetreiber weitergegeben? Herr Staatsminister Al-Wazir. Herr Gremmels, diese Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich weiß nur, der zusätzliche Bedarf hat sich ergeben, weil sich im Verlauf der Studie gezeigt haben, dass sich die Daten der unterschiedlichen Verteilnetzbetreiber nicht ohne weiteres miteinander zu einem übergreifenden Modell für Hessen verknüpfen lassen. Das ist ein Teil dessen, wo der zusätzliche Bedarf entstanden ist. Und wie gesagt, der 30.11.17 ist der neue Termin. Und ich hoffe natürlich, dass es dann vorliegt.
Bisher muss man aber sagen, Stichwort Verteilnetzstudie, ist in diesem Zusammenhang auch wichtig zu erwähnen. Wir haben Netzausbaubedarf, unstreitig. Wir haben Netzausbaubedarf auf den unterschiedlichen Ebenen von 110 kV über die 380 kV bis hin zu den diskutierten Gleichstromleitungen. Aber wir haben immer noch ein sehr stabiles Netz in Deutschland. Da muss man ab und zu mal darauf hinweisen, dass sagen in Deutschland der durchschnittliche Stromausfall nach meiner Erinnerung im Jahr für den Kunden 12 Minuten beträgt. Da träumen die USA von. Meine Damen und Herren, wir beschließen dann die heutige Fragestunde.